Hallihallo, Grindhouse Gaming hier. Hogwarts Legacy geht weiter. Wir machen sofort da weiter, wo wir aufgehört haben. Letztes Mal, wir wollten zu Professor Feige. Ja, ich sag den Namen nicht mehr auf Englisch, das klingt ein bisschen komisch wahrscheinlich. Wir wollten zu Professor Feige und ihm von der Kartenkammer erzählen. Das werden wir auch machen. Ich hab wieder Ruckler. Ich hab das Spiel wahrscheinlich wieder nicht lang genug laden lassen am Anfang. Wir werden es versuchen zu ignorieren. Das wird gerade ziemlich böse hier. Holla die Waldfee. Ich sag's euch, also wenn man das Spiel frisch startet, lädt das alles so im Nachhinein rein. Das sind so Dinge, habe ich schon ein paar Mal erzählt, das geht mir heutzutage bei Spielen mega auf die Nerven. Da hat man erstmal 12 Stunden Ladezeiten gefühlt und dann lädt trotzdem noch alles nach. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz die Logik dahinter. Kann man das nicht alles irgendwie gleich reinrendern? Die Ladezeit dafür vielleicht noch ein Minütchen länger machen? Menschenskinder. Na gut, ich glaube, so langsam hat sie's gefangen. So. Schön. Dann gucken wir mal, was der Professor dazu zu sagen hat. Hallöchen. Ich habe gehofft, Sie zu sehen. Ja, ich habe auch gehofft, dich zu sehen, mein Freund Schnürschuh. Dann reden wir mal über die Kartenkammer. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ihr Freund Mr. Ollivander schickte mir eine Eule und bat um Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab der Familie, der ihm gestohlen wurde. Hat er das, ja? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen in der Eulerei? Ja. Und das hat mich dann zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdaws Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. So. Ja, da wurden wir schwupps in die Kartenkammer. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Teleportiert. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Oh, ist das eine Stehlerei hier? So. Schauen wir mal. Revelio. Hier ist eine Sprechblase. Oder ist es oberhalb? Okay. So. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest.
Übel. Ja, geil. So eine interaktive Karte im Boden ist, hat schon was, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, Hallo, was der von uns will. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Oh Gott, was hat er da nochmal gesagt? Ja, nur unvollständig, ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen Ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie, Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Das ist doch ein guter Deal. Wollen wir nachsehen? Ja, gerne. Gerne, gerne. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Ich glaube schon. Kann sein. Er kommt mir bekannt vor. Was ist mit meinem Umhang los? Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Ich habe jetzt einen Poncho. Wissen Sie etwas über den Turm? Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Wir sehen uns dort. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut, seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay, cool. So, Kartenkammer hätten wir abgeschlossen, den Auftrag. Gibt wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Mit Professor Feige am Turm treffen. Ja, jetzt muss ich aber mal ganz kurz in meine Aufträge. Ich muss da noch was abchecken. Und zwar... Professor Garlic will, dass ich eine Venomosa Tentacula teste und beschaffe. Also ich habe schon eine.
und eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig und Professor Sharp will ein Donnerbräu gegen Gegner testen. Da hätten wir noch die Flugprüfung. Unsichtbarkeitstränke, die habe ich im Inventar. Ich muss Donnerbräu machen oder holen. Und eine Alraune. Gucken wir doch mal ganz kurz in unser Werkzeugrädchen. Da ist es sogar schon. Kaufe das Rezept bei Jay Pippins. Wird freigeschaltet durch den Kauf von Alraunensamen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Ja, da müssen wir wahrscheinlich nach Hogsmeade. Aber da müssen wir wahrscheinlich jetzt eh hin, damit wir zu diesem Turm kommen. Ich wollte gerade sagen, zu dieser Kammer, aber in der Kammer sind wir ja. So, Weltkarte. Zeug mal her. Oh, der ist schon ein bisschen arg weiter nördlich von Hogsmeade. Vielleicht war ich da ja doch noch nie. Vielleicht habe ich den doch noch nie gesehen. Ups. Ja, wir gehen jetzt schon nach Hogsmeade und kaufen uns die Rezepte für die Nebenaufgaben auf jeden Fall noch. Und zwar gehen wir gleich zu Jay Pippins Zaubertränke. Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Ja, da kam neue Post rein. Gerade nach der Schnellreise. Dann gucken wir mal den Auftrag an mit dem Galatius. Lasse Balance auf dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Balance rund ums Quidditch-Feld zum Platzen. Aha. Okay. Das dürfte vielleicht einfach sein. Ich weiß es nicht. Ich muss nach Balance Ausschau halten in dem Fall. So, ich will zu Jay Pippins. Der war doch jetzt eigentlich genau hier an der Ecke, ne? Hier. Genau. Hallöchen. Ich bin da. Ich will einkaufen. Und deinen Laden ein bisschen begutachten. Du hast da auch einen Haufen Kisten versteckt, kann das sein? Da ist so eine Augenkiste da unten, die kann ich noch nicht öffnen. So, interagieren. Hallöchen. Kann ich heute behilflich sein? Ich brauche ein Rezept für ein Donnerbräu. Kostet mich ein Haufen Kohle, sehe ich gerade. Aber ich brauche das. Ups, jetzt. Eine weise Entscheidung. Vielen Sehr Dank. Gut. Schön. Das kann ich alles wieder verkaufen, glaube ich. Ich kann das ja alles wieder als Skins auf meine Kleidung ziehen. Ist eh alles schlechter von der Verteidigung her. So, das hätten wir. Das Rezept. Achso, ich hätte auch... Oh, nö. Hätte auch einfach ein Donnerbräu kaufen können jetzt, ne? Ist gekauft. Eine weise Entscheidung. Vielen ja, Dank. Hat auch gar nicht viel gekostet. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Der Herr. Bis bald. So, was war's noch? Alraunensamen, genau. Und zwar bei. Wo müssen wir da hin? Hier. Wegpunkt setzen. Da müssen wir hin. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich da hoch muss. Wahrscheinlich hier links, ne? Gehen wir mal hier lang. Gucken uns mal an, ob wir Glück haben. Ob wir richtig gehen. Aber ich glaube schon. Jetzt können wir hier lang. Das müsste funktionieren. Doch, doch. Das funktioniert. Och Mensch. Also ganz ehrlich. Das ist schon manchmal hart nervig, muss ich sagen. Mit diesen Rucklern. So. Hallöchen, jemand da? Ich muss einkaufen. Was? Ah, da habe ich gerade was gesehen. Ach, guck mal an, da steht so Spiegelsche. Da steht eine Kiste. Ja, ja, ich weiß, ich bin skilled in den Sachen, ne? Lumos. Lumos. Ein Kamin. Ich gehe mal stark davon aus. Da, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Oder nicht? Oder auch nicht? Och.
Lumos. Ein Kamin, den man so irgendwo... Oder meinen die einfach das Gebäude da vorne? Ja, da komme ich doch gar nicht hoch. Ah, guck mal an, was haben wir denn da? Akio. Komm her. So, eine Handbuchseite, sehr schön. Revelio. Bisschen Revelio. Nicht viel. Ich muss mir das Ding nochmal angucken. Ich muss mir das Ding nochmal anschauen gehen. So. Ich hoffe, Sie suchen nicht gerade einen Knöterichzweig, denn ich weiß nicht, ob ich... Noch ein bisschen Licht. Ein Kamin. Das sieht aus, als würde der auf dem Grasbuckel stehen, dieser Kamin. Ist er vielleicht über dem Gebäude, in dem ich gerade drin bin? Könnte das die Lösung sein? Kann man hier irgendwo hoch? Wenn nicht, nehmen wir halt unseren Besen. Obwohl, hier dürfen wir ja gar nicht fliegen, oder? Da oben ist da wahrscheinlich der Kamin. Das dürfte er sein. Da ist noch eine Seite. Komm her. Schön. Schäfchen, geh mal weg. Ich habe keine Zeit für dich. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir da hochkommen. Komm her. Schwupp. Profi. Bin vom Fach. Tagebuchseiten sammeln kann ich. So. Laufen wir halt mal außen rum. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Was haben wir hier? Katze! Streicheln! Was machst denn du hier um die Uhrzeit? Geh heim! Oh, nur weil ich aufgehört habe zu streicheln. Tut mir leid. So. Da ist der Kamin. Dann müsste das wahrscheinlich von hier aus... Ja, da ist sie doch. Ich sehe sie schon. Da haben wir noch so eine Kiste. Lumos. Hallo. Kisterich. So, komm mal mit. Oh, jetzt sagt mir nicht, ich hätte hier... Oh Gott. Ja, schön. Ich hätte auch hier hochlaufen können. Naja. Ist in Ordnung. So. Rein da. Gib mir mal die Seite. So. Ach, hier ist noch eine. Ich habe doch gewusst, hier ist noch was. Handbuchseite. Baum vor Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Dieser große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Cool. Sehr cool. Sowas hätte ich auch gern. Sie sind also einem Schmetterling bis zu einem Schatz gefolgt? Steht die Kiste direkt hinter dir, gute Frau. Lass uns mal da reingucken. Graues Reisegewand. Na. Okay. So, jetzt kaufen wir eine Alraune. Na dann. Würde mich interessieren. Schau mal, was ich im Sortiment habe. Die kostet nur 500. Ich glaube, wir kaufen zwei. Ja, komm, wir kaufen zwei. Würde mich interessieren, was mehrere. Was mehrere Gegner bedeutet. Mehrere Gegner bedeutet wahrscheinlich. Ihre Sachen sind bei mir sicher. Halt mehr wie einer. Hoffe ich. Kommen Sie gerne wieder. So. Gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir zum Turm. Zum Turm. Jetzt laufen wir einfach mal hier lang, bis wir aus Hogsmeade raus sind. Dann können wir auf den Besen hocken rein, theoretisch. Ist zwar nicht das beste Wetter zum Fliegen, ist aber allgemein auch nicht das beste Wetter, um draußen zu sein. Aber ja. Was? Horst Manfred, was machst du da? So, hier nehmen wir uns noch ein paar Fliegen mit. Her damit. Revelio. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gut. Schauen wir mal. Hier müssten wir doch wahrscheinlich irgendwann... Da ist wieder die Katze. Hier müssten wir doch irgendwann dann fliegen können, denke ich. Hier Riesenpilze. Ja genau, Riesenpilze. Yes, es ist Kürbisse. Da hebt er ab. Und Wassermelone lag da, glaube ich, auch. Oder ein grüner Kürbis. Eins von beidem. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, sieht ganz danach aus. Wir gehen trotzdem mal spiegeln, was hier so rumliegt. Kann nicht schaden. Ramponierter Zylinder, der ist sogar gut. Was? Ach, das waren wahrscheinlich Krähen, die ich aufgescheucht habe. So. Zamponierter Relinder. Wo ist er?
Ja, Tatsache, der ist echt besser. Zieh mal an, das Ding. Und dann Erscheinungsbild ändern zu unserer guten Schiebermütze. So. Schön. Hätten wir geschafft. Perfekt. Was war das? Man macht hier so komische Geräusche manchmal. Ich weiß es nicht. Da gibt's Blutegel. Hui. Mann. Ja, hör doch auf jetzt, bitte. Also echt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber immer wenn man springt oder klettert, oder oft wenn man springt oder klettert, hat man Ruckler. Genau wie wenn wieder irgendwas neu reinrendert. Da habe ich mich jetzt schon so oft drüber aufgeregt, aber ich könnte mich halt immer wieder drüber aufregen, weil die machen das heutzutage halt. Ich habe neulich auch ein Dings drüber gesehen. Ein Reel auf Instagram. Wo einer meinte, ist ein bisschen arg komisch, dass man Feuer machen kann. Ist ein bisschen arg komisch, dass die Leute immer ihre